Dann komme ich zu Tagesordnungspunkt 13, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes 20/1089. Herr Staatsminister Beuth bringt den Gesetzentwurf für die Landesregierung ein. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Minister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen heute hier vorstellen das zweite Gesetz zur Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes, was wir als Grundlage für den für die Veränderung des dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrages hier einbringen und mit dem wir nach dem Hessischen Glücksspielgesetz die Empfänger von staatlichen Einnahmen durch Spieleinsätze stärken wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist ein Gesetzentwurf, der zwei Bereiche abdeckt. Ich habe das gerade gesagt. Zum einen werden wir mit diesem Gesetzentwurf die Erhöhung der Beiträge um 10% für ehrenamtliche Arbeit in unserem Lande sicherstellen. Ich finde, das ist schon einmal ein sehr, sehr schöner Beitrag, den wir hier leisten können. Wir unterstützen, meine Damen und Herren, die Destinatäre aus den Glücksspieleinsätzen und wir ermöglichen weitere zusätzliche Investitionen in das Ehrenamt. Meine Damen und Herren, es sind Investitionen in das Ehrenamt in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Facetten. Der Landessportbund wird etwa profitieren, die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände, der Hessische Jugendring, die Träger außerschulischer Jugendbildung nach dem KJHG und, meine Damen und Herren, der Ring politischer Jugend. Meine Damen und Herren, das sind diejenigen, die im großen Umfang im Ehrenamt dafür Sorge tragen, dass dieses Land zusammengehalten wird. Wir unterstützen sie mit immerhin 34,766 Millionen € in jedem Jahr als Destinatäre des Hessischen Glücksspielgesetzes. Das wird um 10% nunmehr erhöht mit diesem Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Wir unterstützen die, die dieses Land zusammenhalten. Und deswegen sind wir sehr stolz auf diesen Gesetzentwurf. Ich darf Ihnen auf der anderen Seite sagen, der zweite Teil des Gesetzes, der beschäftigt sich mit insbesondere der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages. Und hier kann man nur sagen, endlich, meine Damen und Herren, Qualität setzt sich durch. Qualität setzt sich durch, Herr Kollege Rudolph. Qualität setzt sich durch, weil wir zukünftig die Sportwetten, die privaten Sportwetten in unserem Land nach qualitativen Gesichtspunkten genehmigen werden. Ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den wir dort mit unseren Ideen geleistet haben. Aber Qualität, und deswegen werden Sie gelacht haben, Herr Kollege Rudolph, setzt sich auch insofern durch, weil hier werden die Ideen der Hessischen Landesregierung im Glücksspielstaatsvertrag umgesetzt. Ich finde auch eine schöne Nachricht. Und ich bitte, meine Damen und Herren, meine Zuversicht zu entschuldigen. Ich bin zuversichtlich, dass sich Qualität auch bei den weiteren Bausteinen durchsetzen wird, wenn es darum geht, einen kohärenten Glücksspielmarkt in Deutschland zu etablieren. Die Ministerpräsidenten und die Chefs der Staatskanzleien sind im Moment dabei, dort sich weiter zu einigen. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, dass wir hier einen klaren, kohärenten Weg für die Regelung des Glücksspielrechts in Deutschland vorgesehen haben. Wir wollen das, was damals als Grundlage für das neue, für den Glücksspielstaatsvertrag gelegt worden ist, dass wir gesagt haben, warum wollen wir denn überhaupt eine Ordnung in diesem Markt? Weil wir gesagt haben, wir wollen Schwarzmarkt verhindern. Wir wollen Suchtbekämpfung sicherstellen. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Jugend geschützt ist. Wir wollen Manipulationen ausschließen. Meine Damen und Herren, das waren die Ziele, die wir uns ursprünglich vorgenommen haben, durch die und die wollen wir durchsetzen. Dafür haben wir uns klare Regeln ausgedacht, die wir hier im Hessischen Landtag auch schon einige Male diskutiert haben. So können wir den Glücksspielmarkt in Deutschland kohärent organisieren und dabei das staatliche Lottomonopol aufrechterhalten. Das staatliche Lottomonopol, was am Ende dafür sorgt, dass, wie ich das am Anfang gesagt habe, diejenigen,
die dieses Land zusammenhalten, auch unterstützt werden können. In diesem Sinne wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mit dazu beitragen, dass wir über das Glücksspielgesetz beide Teile möglichst zügig umsetzen. Das dient am Ende einem guten Glücksspielmarkt, aber noch mehr denjenigen, die davon in einer besonderen Form profitieren. In diesem Sinne vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Und ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat in der Aussprache das Wort der Kollege Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, zwei Aspekte hat dieser Gesetzgebungsentwurf. Der Staatsvertrag ist um 2 Jahre verlängert worden zur Regelung des Glücksspielmarktes. Herr Innenminister Beuth, Sie sind ja auch mit einem Teil Ihrer Strategie gescheitert, Konzessionen gerichtsfest zu vergeben. Sind Sie krachend gescheitert? Das haben Sie eben nicht erwähnt, hatten Sie wahrscheinlich nicht genug Redezeit für. Deswegen will ich an dieser Stelle das nachtun. Ja, die 16 Bundesländer haben es nicht hingebracht, sich auf eine vernünftige Linie zu einigen. Und deswegen gibt es die Übergangsfrist. Die Konzessionen werden aufgehoben in der Begrenzung. Und das wird die spannende Frage bleiben, ob Sie auch diesen zum Teil illegalen Markt tatsächlich kanalisieren können und ob es tatsächlich möglich ist, das rechtlich so abzusichern, dass wir erstens das auch überprüfen können. Der Vollzug ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, wir aber auch als Staat durchaus auch Steuereinnahmen akquirieren, weil wir haben nichts davon, wenn in Malta oder Gibraltar diese Anbieter im Grundsatz hier nichts zu versteuern, hier dicke, fette Gewinne machen. Und deswegen werden wir schauen, ob dieses Modell funktioniert. Wir haben schon große Sorgen, dass eine grundlegende Liberalisierung das Allheilmittel darstellt, wie es die FDP seit vielen Jahren, Kollege Rentsch war da früher immer sehr aktiv unterwegs, gefordert hat, wie es die CDU fordert und wie es auch Teile der GRÜNEN nicht überall machen. Wir müssen sicherlich sehen, dass es unterschiedliche Formen gibt des Wettens. Und da macht uns ein Bereich sehr große Sorgen, das ist der Bereich des Online, der Online-Spiele. Weil da geht es in der Tat um sehr, sehr viel Geld. Und da müssen wir Regelungen treffen, ob das in der Form möglich ist. Und wir erwarten, dass sich die Bundesländer an der Stelle auch einigen. Aber dass das eine hessische Erfolgsgeschichte sei, das kann ich für die letzten Jahre überhaupt nicht gestehen. Sie sind als Tiger gestartet und am Schluss doch eher als Bettvorleger gelandet, Herr Innenminister Beuth, um das einmal eher freundlich zu formulieren. Im Übrigen haben Sie auch immer hier, gerade CDU und Grüne, Herr Frömmrich, Sie waren auch so ein Apologet, gesagt, der derzeitige Glücksspielstaatsvertrag sei ja nicht verfassungskonform mit Europa. Ist alles das Gegenteil. Der Europäische Gerichtshof hat das alles bestätigt. Ich will das mal sagen. Dass der Glücksspielstaatsvertrag nachher de facto nicht umgesetzt werden kann, ist eine andere Geschichte. Da haben sich die Länder eben nicht verständigt, zu unserem sehr großen Bedauern. Und wir brauchen auch keinen Flickenteppich. Es nützt ja nichts, wenn ein Land restriktive Vorschriften macht. Hessen hat Oasis eingeführt, beispielsweise, was gut und vernünftig ist. Wenn es an der Landesgrenze 500 Meter weiter nicht gilt, kann ein Spieler trotzdem hingehen. Und dieser Glücksspielstaatsvertrag ist verfassungskonform, ist aus Europa bestätigt worden. Er konnte aber de facto nicht umgesetzt werden. Insofern besteht Handlungsbedarf. Wir werden abwarten, ob die Jubelarien eintreffen. Der zweite Teil Ihres Gesetzentwurfs, Sie erhöhen um 10% die Zuweisung an die sogenannten Destinatäre. Sie haben sie aufgezählt. Die letzte Erhöhung war aus dem Jahr 2013. Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion hat Sie damals ein bisschen geärgert. Hatte auch nichts mit der Landtagswahl zu tun, die da ein paar Tage später stattgefunden hat. Deswegen ist es aber uns möglicherweise gemeinsam gelungen, das zu erreichen. Die Destinatäre nehmen eine wichtige Arbeit in diesem Land wahr. Da geht es übrigens auch um Ehrenamt. Und es nützt nichts, wenn wir Ehrenamt und Sonntagsreden postulieren, in der Verfassung verankern, sondern wir müssen die Verbände und Organisationen in die Lage versetzen, Projekte durchzuführen und nicht jedes Jahr auf Geld vom Land oder so hoffen. Deswegen, Herr Kollege Bellino, brauchen die Destinatäre Planungssicherheit. Und wenn in fast 6 Jahren nichts passiert, Betriebskosten, Personalkosten sind gestiegen, neue Anforderungen, dann ist eine Erhöhung dringend notwendig. Und interessanterweise, der Gesetzentwurf ist ja diesmal ein normales Gesetzgebungsverfahren. Also das habe ich eben vergessen. Ich bedanke mich ausdrücklich, dass die Landesregierung dazu noch in der Lage ist. Also sie macht eine regierungsinterne Anhörung. Und da war vorgesehen, dass der Landessportbund 10% Erhöhung bekommen soll, die anderen Destinatäre nur 5. Da gab es einen ziemlichen Aufschrei. Das haben Sie geändert. Das haben Sie geändert auf 10%, und dann kündigen Sie irgendwann an Herr Kollege Schaus in 2 Jahren noch einmal 10%. Das ist aber noch keine Absicherung.
Ja, weil wissen Sie, dann kommen dann so Leute wie Herr Kaufmann und sagen, ja, das wollten wir damals, aber jetzt haben wir kein Geld mehr für. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das noch nicht im Gesetz verankert. Wir sind schon der Auffassung, wie die Destinatäre es gesagt haben, wir müssen eine Erhöhung um 25% vornehmen. Das kann belegt werden. Die Summe ist auch finanzpolitisch darstellbar, und damit hätten wir für die nächsten Jahre an der Stelle Ruhe. Die Träger der Jugendarbeit, der Verbände, des Landessportbundes, die Hunderttausenden Ehrenamtlichen, meine Damen und Herren, hätten Planungssicherheit und könnten für die nächsten 5 Jahre planen. Das ist der richtige Ansatz. So schützt man und stärkt das Ehrenamt. Und deswegen werden wir ja auch eine entsprechende Anhörung im Landtag durchführen. Das wird schon jetzt unsere Forderung sein, weil wir können nicht Versprechungen jetzt machen oder Sie machen Versprechungen und den Scheck, den Sie ausstellen, lösen Sie möglicherweise gar nicht aus. Und deswegen vernünftige Anhörung, kündigen jetzt schon einen Änderungsantrag an. Ehrenamt nicht nur in Sonntagsreden, sondern durch praktisches Handeln auch unterlegen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kollege Günther Rudolph. Nächster Redner ist der Kollege Bauer für die Fraktion der Christdemokraten. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Einigung der Regierungen der Länder auf einen Glücksspieländerungsstaatsvertrag, die im März gefunden wurde, ist zumindest ein kleiner Schritt zur Neuordnung des deutschen Glücksspielmarktes. Erreicht wurde die Aufhebung der Begrenzung der Sportwettenkonzessionen für die Dauer einer Experimentierphase und die Durchführung eines Erlaubnisverfahrens für private Sportwettenanbieter. Damit werden Tippspieler endlich aus der Grauzone geholt. Das ist immerhin ein Markt, in dem Kunden täglich bis zu 5 Millionen Wetten auf Sportereignisse abschließen, ob zu Hause per Internet oder in einem der bundesweit 1.000 Shops. Deshalb ist eine Regelung dringend nötig, meine Damen und Herren. Laut Schätzungen der Glücksspielbehörden wurden im Jahr 2017 rund 7 Milliarden Euro auf Sportereignisse, zumeist Fußball, gesetzt. Und deshalb ist es gut, dass die nun vorliegende Lösung die Abkehr von einer quantitativen zu einer qualitativen Konzessionsabgabe enthält. Die Zuverlässigkeit des Anbieters muss entscheidend sein. Er muss jetzt eine Lizenz beantragen, er muss einheitlichen Regeln folgen, und das ist vernünftig, und das wurde von Hessen und insbesondere von Innenminister Peter Beuth auch stets so gefordert, meine Damen und Herren. Hessen übernimmt ja auch über das Regierungspräsidium in Darmstadt die Konzessionsvergabe von Sportwetten. Dort ist das technische Know-how, angefangen bei der Sperrdatei Oasis bis hin zu dem Safe-Server, vorhanden. Das Regierungspräsidium Darmstadt wird derzeit personell für die Sportwetten weiter ausgebaut und wird bis zum Ende des Jahres 2020 die größte Glücksspielbehörde Deutschlands beheimaten. Das ist wichtig, denn wir fordern schon lange eine Aufsicht gegen die schwarzen Schafe, um hart durchzugreifen. Meine Damen und Herren, der Bereich der Sportwetten, dem ist es gelungen, dank renommierter Partner wie der Deutschen Fußballliga, sich ein positives Image zu verpassen. Dass Sportwetten die harmlose Form des Glücksspiels seien, das ärgert nicht nur Suchtbeauftragte. Es ist auch nicht im Sinne der Suchtprävention, dass in Gaststätten, in denen Geldspielgeräte hängen, auch noch Sportwetten angeboten werden. Dem steht im Staatsvertrag nun ein klares Trennungsgebot entgegen. Das begrüßen wir sehr. Künftig müssen die Sportwettenanbieter auch dafür sorgen, dass bei ihnen kein Jugendlicher registriert ist. Zudem müssen sie Spieler stoppen, die mehr als 1.000 Euro im Monat setzen wollen. Es besteht auf den Internetseiten künftig auch ein Verbot, Verweise auf Online-Casinos anzubieten. Meine Damen und Herren, wir Christdemokraten, wir wollen, dass alle Glücksspielbereiche kohärent reguliert werden. Dazu zählt insbesondere auch der rasant wachsende Bereich des Online-Glücksspiels. Ein Markt, meine Damen und Herren, der 50 Milliarden Euro umsetzt. 50 Milliarden Euro. Und für uns ist der Schutz der Spieler vor Manipulation und auch der Schutz vor Sucht eine zentrale politische Aufgabe. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass unsere klassische Lotterien, die sich an alle Vorgaben halten, ihre Werbung stark einschränken mussten und deren Umsatz in den letzten Jahren um ein Drittel eingebrochen ist, dass die am Ende die Dummen sind und ein grauer Markt die großen Gewinne abschöpft. Sollten deshalb unsere weitergehenden Änderungsvorschläge ungehört bleiben, wird auch Hessen daran denken und überlegen müssen, ein eigenes Glücksspielgesetz einzuführen. Ein simples Weiter-so, meine Damen und Herren, wird es ab 2021 mit Hessen nicht geben. Wir werden notfalls, so steht es auch bei uns im Koalitionsvertrag, eine eigene landesrechtliche Regelung schaffen, meine Damen und Herren.
Und deshalb komme ich jetzt zu dem zweiten Teil. Es ist durchaus erfreulich, dass wir es geschafft haben, in dem Gesetz auch die Landeszuwendung an die Destinatäre spürbar zu steigern. Die Kosten haben sich verändert, die Aufgaben auch, wenn ich an den Bereich der Integration denke, aber auch an die Inklusion. Deshalb werden die zuzuweisenden Beträge in einem ersten Schritt um 10% erhöht. Das ist eine sehr gute Nachricht für das Ehrenamt, meine Damen und Herren, eine gute Nachricht. Denn das bedeutet konkret, dass etwa beim genannten Landessportbund eine Steigerung von rund 2 Millionen Euro auf dann 22 Millionen Euro stattfindet. Geld, das der Landessportbund als Dachorganisation der hessischen Sportvereine, die ein vielfältiges und flächendeckendes Sportangebot garantieren, sicher gut gebrauchen kann. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege wird etwa 5,8 statt 5,3 Millionen zur Verfügung haben. Und damit kann sie weiter als Partner der hessischen Sozialpolitik kompetent sich in die Diskussion einbringen und zu positiven Lösungen für die hilfsbedürftigen Menschen in Hessen beitragen. Auch der Hessische Jugendring bekommt 216.000 € mehr für seine wichtige Aufgabe, für die Förderung von ehrenamtlichem Engagement und für die außerschulische Jugendbildung. Und es ist noch nicht das letzte Wort, denn nach 2021 soll es eine weitere Erhöhung in dieser Größenordnung geben. Ich glaube, das sind gute Aussichten für das Ehrenamt in Hessen, meine Damen und Herren. Alles in allem darf ich feststellen, es ist ein gutes Gesetz, das wir sicherlich nach intensiven Beratungen im Ausschuss hoffentlich auch parteiübergreifend dem zustimmen können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Nächster Redner ist der Abgeordnete Vohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Zwischen März und April dieses Jahres erfolgte die Unterzeichnung des dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrages durch die Regierungschefs der Bundesländer. Darin geht es im Wesentlichen um die Aufhebung der Begrenzung der Anzahl der Sportwettenkonzessionen für die Dauer der sogenannten Experimentierphase, welche zugleich bis zum 30. Juni 2021 verlängert wird. Die landesrechtliche Ausgestaltung der staatsvertraglichen Vorgaben erfordert die Novellierung des bestehenden Hessischen Glücksspielgesetzes, dessen Inkraftsetzung für den 1. Januar 2020 geplant und welches bis zum 30. Juni 2021 befristet wird. Lassen Sie mich im Folgenden auf die vorgenommenen Änderungen im Gesetzentwurf genauer eingehen. Es sei vorweg daran erinnert, dass zur besseren Erreichung des Ziels Kanalisierung des Spielbetriebes durch Bekämpfung des Schwarzmarktes die Länder bereits im ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag 2011 beschlossen, das Veranstalten von Sportwetten für einen Zeitraum von 7 Jahren zu erlauben. Sportwetten dürfen in diesem Zeitraum nur mit einer Konzession veranstaltet werden, wobei die Höchstanzahl der Konzessionen auf 20 festgelegt wurde. Die Konzessionsabgabe beträgt 5% des Spieleinsatzes. Durch diese Ersetzung des staatlichen Wettmonopols durch ein Konzessionsmodell wurde allerdings keine Rechtssicherheit geschaffen. Denn bereits im Jahre 2016 hat der Europäische Gerichtshof die obere Grenze der Anzahl der zu vergebenden Konzessionen als willkürliche Festlegung bewertet und diesbezüglich Änderungsbedarf angemahnt. In der Praxis wirkt sich die damit geschaffene rechtliche Grauzone bisher so aus, dass die meisten Anbieter von Sportwetten die gesetzlichen Vorgaben ignorierten und die Glücksspielaufsichtsbehörden hierfür eine Duldung gewährten. Rechtssicherer Gesetzesvollzug, meine Damen und Herren, sieht nun wirklich anders aus. Ich überlasse es Ihnen zu beurteilen, ob die geplante Freigabe der Anzahl der Konzessionen für den Erwerb einer Sportwettlizenz nur mehr 1,5 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit um bis zu 3 Jahren der Erreichung der gewünschten Effekte, also einer Kanalisierung des Spielbetriebes sowie der Bekämpfung des nicht regulierten Glücksspielmarktes dienlich ist oder nicht. Unseres Erachtens werden diese Effekte nicht einstellen. Zur tatsächlichen Wirkung der Inanspruchnahme des hessischen Glücksspielangebotes liegen jedenfalls belastbare Daten vor.
Das Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen weist für das Jahr 2017 für das Land Hessen 37.205 Personen mit glücksspielbezogenen Problematiken auf. Davon gelten 13.235 Personen als pathologische Glücksspieler. Hessische Fachberatungen für Glücksspielsucht nahmen in jedem Jahr 1.566 Personen in Anspruch, und es wurden 16.747 Spieler für den Besuch hessischer Spielhallen gesperrt. Die sozialen Kosten der Spielsucht setzen sich hauptsächlich aus Verwaltungskosten für Polizeieinsätze, Gerichtsverfahren und Strafjustizvollzug, Beratungs- und Therapiekosten sowie Kosten für geringere Arbeitsproduktivität zusammen und werden im Rahmen einer Abschlussarbeit der Universität Hohenheim vorsichtig auf 6.000 € pro Klient geschätzt. Lassen Sie mich nun einige Bemerkungen zur Verwendung der Einnahmen des Landes aus den Glücksspielangeboten machen. Aus den Spieleinsätzen der vom Land veranstalteten Lotterien und Sportwetten werden durch die Novellierung des Hessischen Glücksspielgesetzes den 5 bereits bisher begünstigten Institutionen jeweils um 10% höhere Beträge zugewiesen. Wir wären der Meinung gewesen, 20% wäre angemessen. Aber bei 10, aber auch um 10% sind wir froh. Die Begründung des Gesetzgebers für diese erhöhte Zuwendung ist bemerkenswert. Es werden hierfür nämlich erweiterte Arbeitsfelder, Integration, Inklusion, Behindertensport aufgeführt. Das finden wir sehr gut. Aber einer dieser begünstigten Institutionen ist der Ring politischer Jugend, welcher nach der Erhöhung insgesamt 680.000 € erhalten wird. Schaut man sich diesen Verein genauer an, dann stellt man jedoch fest, dass die Jugendorganisationen meiner Partei, die Junge Alternative, nicht zu den darin versammelten parteipolitischen Organisationen gehört, aber die Jugend der SPD, der CDU, der GRÜNEN und der FDP. Ich bedenke, diese Beobachtung bedarf keines Kommentares, und zu einem späteren Zeitpunkt werden wir darauf ganz bestimmt zurückkommen. Herr Kollege, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Bitte? Auf die Redezeit muss ich Sie hinweisen. Um ein Gespür dafür zu erhalten, welchen Anteil am hessischen regulierten Glücksspielmarkt die Neuregelung des Sportwettenangebots betrifft, sei daran erinnert, dass an den Bruttospielerträgen des Landes Hessen im Jahre 2017 in Höhe von 858 Millionen € der Anteil der Sportwetten mit 6 Millionen € gerade einmal 0,7% ausmacht. Auch die Gestaltung des Trennungsgebotes in der Novellierung, wonach der gemeinsame Betrieb einer Wettvermittlungsstelle in einer Gaststätte Geldspielgeräten untersagt wird, sowie das Verbot von Verkaufsstellen gewerblicher Spielvermittler sind nicht geeignet, die Spielsucht bzw. den nicht regulierten Glücksspielmarkt wirksam einzudämmen. Insgesamt sind die Neuregelungen im Hessischen Glücksspielgesetz daher kaum mehr als eine durch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie europäischer Instanzen erzwungene Reaktion des Landesgesetzgebers. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Vohl. Nächster Redner ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das haben ja die Vorredner schon gesagt. Wir haben es hier mit zwei Regelungskomplexen zu tun. Der eine Regelungskomplex ist die Frage der Ratifizierung des Staatsvertrags. Der andere Regelungskomplex ist das Glücksspielgesetz, das hessische. Beim Glücksspielstaatsvertrag muss man deutlich hinterlegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Ergebnisse zwar Bewegung in die richtige Richtung zeigen, gleichwohl die Frage der Europarechtskonformität immer noch nicht gelöst ist. Der Vertrag hebt zwar die Begrenzung bei den Sportwettenkonzessionen für die Dauer der Experimentierklausel auf, die grundsätzliche Frage der Vergabe von Konzessionen für alle Bereiche des Glücksspiels anhand von qualitativen Anforderungen ist aber leider nicht gelöst. Ich nenne hier einmal, der ganze Bereich des Online-Casino, Online-Poker ist in diesem Staatsvertrag nicht gelöst. Und deswegen ist ja unserer Auffassung auch immer noch europarechtswidrig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nochmal, wir wollen eine umfassende Regulierung
des Glücksspielmarkts anhand von qualitativen Kriterien. Das ist im Gegensatz zu dem, was Herr Kollege Rudolph immer behauptet, das Gegenteil von Liberalisierung. Wir wollen eine Regulierung dieses Marktes anhand von qualitativen Kriterien, Spielerschutz, Jugendschutz, Solvenz der Unternehmen, Spielerkarte einführen, Teilnahme an Sperrsystemen, Angebote im Bereich Suchtprävention, Begrenzung der Spielsummen, Abführung von Steuern und Abgaben zur Finanzierung kreativer Aufgaben und kreativer Institutionen, des Ehrenamtes, des Sports und der Jugendarbeit. Das ist das, was wir unter Regulierung verstehen. Und das ist etwas anderes als das, was Herr Kollege Rudolph immer in Richtung Liberalisierung des Marktes sagt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen illegalen Markt im Bereich des Glücksspiels, der Umsätze in zweistelliger Milliardenhöhe generiert. Wir brauchen für dieses Problem endlich eine Lösung, damit wir endlich diesen illegalen Anbietern gegen diese illegalen Anbieter vorgehen können und damit wir Geld akquirieren können, um genau diese Institutionen zu bezahlen und ihnen Geld zu geben, die wir über Toto- und Lottomittel finanzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist es eine wichtige Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Der zweite Bereich, der zweite Regelungsbereich des Glücksspielgesetzes ist die Änderung des Glücksspielgesetzes. Neben den redaktionellen Änderungen werden die Zahlungen an die Destinatäre erhöht. Das freut uns besonders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sport, Kultur, Jugend, Ehrenamt profitieren davon. Das finden wir gut. Das ist eine gute Nachricht für das Ehrenamt in Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen mit diesem Gesetz die Beträge der Destinatäre um fast 3,5 Millionen Euro anheben. Die Anhebung würde diesen wichtigen Arbeit der Jugendverbände, des Sportes und der karitativen Institutionen im Bereich der sozialen Arbeit, die würde sie unterstützen. Deswegen ist es eine beachtliche Summe, die hier aufgewendet wird. Der Landessportbund erhält rund 2 Millionen Euro mehr. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände profitiert in der Höhe von 530.000 €. Der Jugendring, der Hessische Jugendring, bekommt 200.000 € mehr. Die Träger der Jugendbildung, der außerschulischen Jugendbildung, 650.000 € mehr. Der Ring politischer Jugend, 61.900 € mehr. Insgesamt 3,5 Millionen Euro mehr für die Destinatäre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns zumindest ist es ein Grund zur Freude, dass wir diese Form von Ehrenamt noch zusätzlich unterstützen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass wir dieses Geld ausschütten können, verdanken wir Toto und Lotto in Hessen. Im Gegensatz zu den illegalen Teilnehmern am Glücksspielmarkt stellt Lotto Hessen rund 135 Millionen Euro aus Erträgen dem Gemeinwohl zur Verfügung, dem Sport, der Kultur, der Denkmalpflege und seit 2016 auch für Umweltprojekte. Von jedem Euro, der eingesetzt wird, fließen 20 Cent dem Land Hessen für diese beschriebenen Projekte zu. Die Destinatäre, die ich gerade aufgezählt habe, nehmen im Umfang von rund 35 Millionen Euro an dieser Verteilung teil. Und ich finde, 35 Millionen Euro ist ein wirklich guter Betrag für das Ehrenamt in Hessen. Und wir legen jetzt noch einmal 3,5 Millionen Euro drauf. Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Und es ist vor allen Dingen eine gute Nachricht, weil die, die profitieren, eine wichtige Arbeit für unser Gemeinwesen machen. Im Landessportbund engagieren sich rund 2 Millionen Mitglieder in 7.600 Sportvereinen. 192.000 ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten dort. In den Jugendverbänden arbeiten rund 1 Million junge Menschen, die sich den Organisationen angeschlossen haben. 75.000 Menschen, junge Menschen engagieren sich im Ehrenamt. In der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände 7.300 Institutionen und Einrichtungen, 112.000 beruflich Beschäftigte, 160.000 Menschen im Ehrenamt, die sich engagieren. Ich finde, das ist unterstützenswert. Und mit dem Beschluss, den wir hier vorbereiten, finde ich, würdigen wir dieses Ehrenamt. Deswegen glaube ich, dass es ein guter Tag auch für diejenigen ist, die ehrenamtlich in Lande Hessen unterwegs sind. Und deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Nächster Redner ist der Kollege Hermann Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu dem einen Teil des
vorgelegten Gesetzentwurfs, nämlich zum dritten Glücksspielstaatsvertrag, will ich nicht viel sagen. Weil das, was zwischen den Bundesländern, und zwar zwischen allen Bundesländern in diesem Falle, vereinbart wurde, ist schwierig genug, das ist klar, und von uns auch meiner Ansicht nach nicht aufzuschnüren. Aber sowohl über die Begrenzung, über die Aufhebung der Begrenzung der Konzessionen als auch über diese, ja, wie soll ich sagen, Notlösung der Experimentierklausel bin ich überhaupt nicht glücklich. Und das muss auch gesagt werden. Also insofern, das ist kein großer Fortschritt, ja, sondern es ist eher eine Notlösung, die hier vorgenommen wurde, aufgrund der Bedingungen, die wir halt in Deutschland und darüber hinaus in Europa vorfinden. Zum zweiten Teil, nämlich zu der Erhöhung der Mittel für die Destinatäre aus den Erträgen von Hessen-Lotto, weil bei Herrn Frömmrich hatte ich eben so den Eindruck, das kommt alles aus dem Landeshaushalt. Er hat es zwar gesagt, aber sozusagen die Pathetik, mit der er ja immer in gewohnter Weise auftritt, lässt natürlich eher auch den Eindruck zu, als ob sozusagen das Land Hessen sozusagen hier in die eigenen Taschen greifen würde. Also, es ist gut, dass man einen Schritt auf die Destinatäre zugegangen ist und die Forderung und einen Teil ihrer Forderung erfüllen will. Aber, und deshalb meine ich, müssen wir das auch in der Anhörung gemeinsam mit den Betroffenen diskutieren. Die Forderung ist ja eine andere. So, also, alle Destinatäre haben glaubwürdig dargelegt, dass sie, weil es keine originäre Erhöhung seit dem Jahre 2000, also seit knapp 20 Jahren mehr gegeben hat, eigentlich einen viel höheren Bedarf haben. Ich zitiere mal aus dem Schreiben des Hessischen Jugendrings, nur beispielhaft, die ja auch den Fraktionen, allen Fraktionen zugegangen ist. Da heißt es, für den Zeitraum von 2000 bis 2019 sind je nach Rechenweise und zugrunde gelegt Indizes Preis- und Lohnsteigerung in Höhe von 30% festzustellen. Und deshalb, und das ist ja auch die Grundlage, haben die Destinatäre alle gemeinsam gefordert eine Erhöhung um 25%. Was sie jetzt kriegen, sind 10%. Kollege Rudolph hat schon darauf hingewiesen, dass es da ja eine Unterscheidung ursprünglich gegeben hat in der Vorbereitung dieses Gesetzentwurfs zwischen dem Sportbund und den anderen. Das ist glücklicherweise aufgehoben, aber bei 10% darf es nicht bleiben. Und für mich ist auch aus dem Gesetzentwurf nicht erkennbar, dass in 2 Jahren ein weiterer Schritt in Richtung Erhöhung um weitere 10% erfolgt. Nein, ja eben. Ich habe auch den Eindruck, ja, man könnte das nämlich Sie haben völlig recht, Herr Müller, ja, man könnte das jetzt schon mit dem Gesetz verabschieden. Also von mir aus, wenn man diese Stufen schon machen will, ja, und nicht auf einmal, dann könnte man das auch ins Gesetz reinschreiben und sagen, ab 2021 gilt oder 2022 gilt dann der neue Satz. Aber offensichtlich will man dann, ich sag mal, mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen möglicherweise, ja, dann noch einmal diese Investitionen in das Ehrenamt, von denen der Herr Minister gesprochen hat und auch Jürgen Frömmrich, diese Investitionen noch einmal sozusagen in aller Öffentlichkeit breittreten. Ich denke, das ist nicht gut auf dem Rücken der Betroffenen, dieser Organisation, die viel ehrenamtliche Arbeit für uns leisten, zu tun. Und insofern ist es nur eine halbe und es ist auch eine halbherzige Unterstützung dieses Ehrenamtes, so wie es vorgetragen wurde. Das wollen wir diskutieren. Das wollen wir diskutieren in der Anhörung. Da wollen wir die Betroffenen mal selber hören, was sie dazu sagen. Und dann gucken wir mal, ob wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Ich sage, wir sind dazu bereit. Es gab, weil es ja
in sportpolitischen Fragen auch so etwas wie einen Konsens der Fraktionen gibt. Da gehört das meiner Ansicht nach auch dazu. Ich bin da gerne zum Konsens bereit an dieser Stelle. Aber ich denke, da muss ein bisschen mehr rüberwachsen als das, was momentan im Gesetzentwurf vorgesehen ist. Vielen Dank. Ja, der Dank ist ganz unsererseits, lieber Kollege Schaus. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Müller. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst auch kurz zum dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag etwas sagen. Und ich kann leider den Optimismus des Innenministers nicht ganz teilen, dass wir hier in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren wirklich zu einer vernünftigen Regelung kommen werden. Ich habe die große Hoffnung, und ich appelliere auch an den zuständigen Chef der Staatskanzlei, Wintermeyer, sich dort nachhaltig weiterhin einzusetzen, weil wir an der Stelle als FDP die gleiche Position vertreten, schon seit vielen Jahren. Das war auch schon in der Zeit, als wir noch mit der CDU koaliert haben. Insofern hoffen wir, dass wir in den nächsten Jahren wirklich zu einer Regulierung des Marktes kommen. Und, Herr Rudolph, hören Sie zu, wenn ein Freier Demokrat von Regulierung des Marktes redet, dann will das was heißen. Dann will das was heißen. Aber das, was dort im Moment an Schwarzmarkt stattfindet, geht natürlich nicht. Und das, was online stattfindet, geht auch nicht. Wir brauchen dort eine Regelung. Und deswegen wird es Zeit, dass das gelingt. Ich weise zusätzlich noch einmal darauf hin, dass die EU-Kommission sich auch zum dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag sehr kritisch geäußert hat und darauf hingewiesen hat, dass die Studien, die man dort machen müsste, um die Spielsucht von Online-Spielen und Sportwetten zu untersuchen, noch nicht vorliegen. Und da muss ich sagen, das ist schon ein Defizit. Da wünsche ich mir, dass in einem föderalen System die Länder sich endlich einmal zusammenraufen und diese Grundaufgaben wenigstens erfüllen und erledigen. Ich glaube, ja, wir sind uns da einig, aber ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Deswegen, das, was hier drinsteht, ist das, was man jetzt erst einmal über die Runden gerettet hat für weitere anderthalb, zwei Jahre. Und dann muss man diese Zeit jetzt auch wirklich nutzen, um zum Ergebnis zu kommen. Damit zum anderen Thema, und das ist die Verwendung der Lottomittel. Und, meine Damen und Herren, eigentlich gab es immer in der Tat, Herr Schaus, den Grundkonsens, dass man bei Fragen wie Sport, Förderung und anderen gemeinsam vorgeht. Dieser Konsens ist scheinbar ein Stück weit aufgekündigt, weil auf unsere Fraktion ist niemand zugekommen. Ich glaube, auch auf die Fraktionen von SPD und Linken und AfD auch niemand zugekommen. Insofern ist das etwas schade. Sich dann hier hinzustellen und dafür zu feiern, dass man nach fast zwei Jahrzehnten den Verbänden doch glatte 10% mehr gibt. Sie haben ja auch nur 25% gefordert. Das ist ja super, wir geben 10% obendrauf. Das wäre noch in Ordnung, wenn man darlegen würde, wieso die 10% reichen. Umgekehrt haben die Verbände uns zumindest, sei es bei mir in Gesprächen auch mit dem Landessportbund oder mein Kollege Pürsün, der mit den anderen Sozialverbänden gesprochen hat und anderen Verbänden gesprochen hat, dargelegt, dass die 25% nachvollziehbar belegbar sind, warum diese erforderlich sind, aufgrund gestiegener Personalkosten, aufgrund zusätzlicher Aufgaben, aufgrund zusätzlicher Sachkosten. Meine Damen und Herren, wenn man sich das dann anschaut, dann kann man doch nicht davon reden, gerade wenn vor kurzem erst in die Verfassung das Thema Sport und Ehrenamt aufgenommen worden ist, dass man dann sagt, uns reichen aber 10% und wir versprechen euch, vor der Landtagswahl vielleicht noch einmal 10% obendrauf zu geben. Meine Damen und Herren. Ja, das kann sein. Grün wirkt auch an der Stelle vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass wir, das war für einen Wagner gedacht, aber der ist nicht da. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht dort auch noch zu einem Ergebnis kommen. Wir sind jedenfalls bislang von den Forderungen überzeugt und halten auch diese Forderung für sinnvoll. Jedenfalls in zwei Schritten zweimal 10% zu machen, ist für mich wirklich nicht eingängig. Zumal, wenn man die Entwicklung der Defizite in den letzten Jahren nimmt, außer mit dem Hinweis, man kann sich in der Tat dann noch einmal ein zweites Mal hier dafür feiern lassen, dass man dem Ehrenamt vermeintlich hilft. Das tut man nämlich nicht, wenn man Dynamisierung der letzten Jahre und alles in Rechnung stellt. Dynamisierung ist ein schönes Stichwort. Auch das möchte ich an der Stelle zumindest ansprechen. Ich glaube, dass wir nicht schlecht beraten wären, wenn wir uns auch mit dieser Frage einmal beschäftigen würden, ob wir in diesem ganzen Bereich eine Dynamisierung aufnehmen. Das muss nicht jedes Jahr sein, weil es relativ kompliziert ist. Aber wenn es wir alle zwei oder drei Jahre machen würden, dann würde es, weil es gerade auch um Personalkosten geht und den Mitarbeitern in den Verbänden beim LSB zu erklären, es gibt jetzt über Jahre hinaus nichts, weil vielleicht gibt es in 10 Jahren mal wieder eine saftige Erhöhung.
ist aus unserer Sicht nicht besonders kreativ und auch nicht besonders sinnvoll. Deswegen sollte man zumindest auch einmal diesen Ansatz in Überlegungen mit einbeziehen. Das regen wir zumindest hiermit an. Meine Damen und Herren, wir werden uns im Ausschuss intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Wir haben unsere Position jetzt schon deutlich gemacht. Vielleicht kommt man noch in irgendeiner Form zu Gesprächen, und es gibt noch irgendeinen Konsens. Ich bin nicht übermäßig zuversichtlich, hoffe es aber im Sinne der Interessen der Verbände aus Sport, Kultur, Sozialverbände, Ehrenamt insgesamt. Insofern vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Damit sind wir, ich das recht sehe, am Ende der Aussprache, und wir verweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den INA. Alle stimmen zu, dann machen wir das so. Zwischen den Tagesordnungspunkten möchte ich Ihnen mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Land als Partner der Kommunen, kommunale Selbstverwaltung und solide Kommunalfinanzen, die Drucksache 20-1148. Frage, ob die Herr Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir würden Sie bitten, diesen mit dem Tagesordnungspunkt 2021 aufzurufen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also erstmal frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Und dann wird dieser Top 87 in Cannes, wenn Sie das wollen, und das haben Sie gerade ja mitgeteilt, mit Top 20 zu dem Thema aufgerufen werden. So war es, ne? Alles klar, so machen wir es. Klasse, danke schön.